Hallo und herzlich willkommen hier zu meiner Servervorstellung. Und zwar ist es halt mein Server. Viele haben ja, oder ein paar haben halt schon gefragt, ob ich nicht vielleicht mal einen Server machen könnte. Und ja, ich habe mir gedacht, ja, probieren wir es. Weiterentwicklung ist immer gut. Und hier sind ein paar Schilder, die werde ich jetzt erstmal vorlesen. Ich versuche mich etwas zu beantworten. Also ja, mal etwas zu beeilen, nicht, dass es zu langweilig wird. Also ich fange mal an. Hallo, danke, dass du hier bist. Das ist irgendwie klar. Du musst den Server kurz laden lassen. Dazu muss ich noch sagen, der Server wird von mir selber gehostet. Also falls ihr, dann sollte er gut laufen. Also, ich hoste ihn halt selber und meine Internetverbindung ist eigentlich recht in Ordnung. Mein Kumpel hat dieselbe wie ich, mit dem ich immer aufnehme, mit Devin, und wenn er hier drauf war, hat es nach 3 Minuten oder 2 Minuten gut, läuft es bei ihm gut. Weil er muss ja auch erstmal die ganze Welt laden. Als vierter Punkt, also nimm dir Essen und Waffen aus den Truhen. Also hier in der Truhe ist ein Holzschwert, also ein Holzschwerter und Holzäxte. Ja, da könnt ihr euch 2 rausnehmen. Das sollte erstmal reichen, und essen einen Apfel, einen goldenen Apfel und 10 oder 5 Äpfel. Und dann bitte empfehle den Server weiter, also empfehle. Bitte empfehle. Empfehle den Server weiter oder empfehle. Ja, doch schon. Und ist ja klar, wenn ihr Kumpels habt oder irgendwelche Leute kennt, die gerne Minecraft spielen, dann sagt denen auf jeden Fall mal den Server, falls sie gerne bauen und so. Die Regeln sind auf jeden Fall: erstens, du darfst keinen anderen Spieler töten. Zweitens, du darfst dein Haus bauen. Drittens, stehle keine Sachen von anderen Spielern. Also von Spielern. Und viertens, beschwöre keinen Wither. Also zum ersten Punkt. Ist ja klar, nicht killen, außer der Spieler möchte es unbedingt, aber dann sollte er es vorher sagen. Und warum sollte man gern gekillt werden? Das ist ein Vanilla-Server, also solltet ihr euch ruhig ein schönes, großes Haus bauen. Drittens, ist ja klar, falls euer Kumpel euch das erlaubt, solltet ihr das im Chat schreiben und ich sollte davon wissen. Nicht, dass dann einer kommt, ja, mir wurde Zeug geklaut. Und viertens, ist ja irgendwie auch logisch, weil, ja, Wither zerstört halt einfach mal alles, was bei ihm in die Nähe kommt oder zu ihm, wo er ist, so ist es viel besser, wo er halt hinkommt, und das halt alles, weil er ist ja zerbombt, falls jemand den Wither nicht kennt, das ist die stärkste Kreatur in Minecraft. Falls ihr wollt, kann ich ja das mal zeigen. Blende ich jetzt mal ein. So, wir sind jetzt hier und jetzt bauen wir es mit dem Wither. Und zwar geht ihr dazu als allererstes, falls ihr jetzt kein Nether-Portal oder sowas habt, einfach in Kreativmodus und sucht erstmal. Also ihr braucht auf jeden Fall Seelensand. Davon nehme ich jetzt einfach mal ein Stack, weil es geht. Und als nächstes braucht ihr Wither-Köpfe. 3 Stück. So, ich bin hier einfach mal in einem NPC-Dorf gespawnt, hier auf dem Baum da. Deswegen passt das gut. So, und jetzt müsst ihr aber auf jeden Fall, also ich spiele jetzt gerade irgendwie noch im, habt ihr ja kreativ, also stehe ich jetzt auf 0. So, jetzt bin ich im Survival-Modus. Und wichtig ist, dass ihr hier auf Optionen auf jeden Fall auf einfach gestellt habt, nicht auf friedlich, weil dann passiert nichts. Also einfach oder höher, auf jeden Fall nicht auf friedlich. So, ich glaube, so geht's auch. Ansonsten, ups. Und da ist ein Wither. So sieht der aus. Du? Siehst der? Er ist voll. Oh mein Gott, er hat mich einfach kaputt gesprengt. Da seht ihr schon. Also der ist irgendwie leichter gemacht worden. Auf jeden Fall seht ihr schon. Der sprengt einfach sau viel kaputt. Und das ist so mega hart, falls ihr es mal nachbauen wollt. Ich glaube, es geht eigentlich fast auf jeder Minecraft Edition. Ist halt gerade ein bisschen laut. Aber ihr seht schon, der macht richtig viel Schaden. Der geht nur auf Menschen und so.
Also solltet ihr das lieber lassen auf dem Server. Aber ansonsten wünsche ich euch noch viel Spaß mit dem weiteren Video. Und ja, jetzt wisst ihr, wie man einen Wither baut. Könnt ihr ja mal probieren. Aber nicht auf dem Server, Leute. So, bis. Das war's jetzt von mir. Und jetzt kommt das normale Video weiter. So, und wenn ihr das dann jetzt wisst, dann geht's hier weiter. Und zwar, der Server ist von 14.30 Uhr bis 21 Uhr geöffnet. Das ist in der Woche so. Also von Montag bis Freitag. Von Sonnabend bis Sonntag ist es auf jeden Fall auch von 14.30 Uhr bis 21 Uhr. Aber da ist es auch gut möglich, dass er dann noch länger geöffnet ist. Nicht nur 7 Stunden und 30 Minuten, sondern halt auch noch ein bisschen länger. Also das ist dann aber, werdet ihr dann sehen, wenn ihr gerade da seid und Lust habt. Ansonsten ist es auf jeden Fall von 14.30 Uhr bis 21 Uhr geöffnet. Du solltest die Regeln halt beachten, ansonsten wirst du vielleicht gebannt. Ist ja klar, weil dazu sind die Regeln halt da. Und ansonsten viel Spaß und bau viel und ordentlich. So, dann nehmt euch ihr Zeug raus, zack, und dann geht's los. So, daher, dass ich hier der Admin bin, habe ich natürlich schon ein Haus gebaut und alles. Hier wohnen Lockenkopf 21 und Teddy Dreist. So. Also mein Kumpel hat natürlich den Server nicht mitgemacht. Was ist das denn immer? Hört das auch, oder? Das klingt irgendwie schaurig. Oh mein Gott, und ich bin gerade allein zu Hause. Ich habe Angst. Nein. Ja, auf jeden Fall, das Haus haben wir zusammengebaut. Falls ihr es euch gefällt, schreibt mal in den Kommentaren, dass es euch gefällt. Mir gefällt es oder so. Und ansonsten könnt ihr sagen, was ihr noch gerne verändert haben möchtet. Das hier, ja. Mit Rüstung duschen. Wer mag das nicht? Und das hat natürlich Dusche und hier. Oh. Und dann so. Da muss ein Schalter hin. Apropos, können wir gleich mal machen. So. Wie heißt das denn? Schalter heißt es nicht? Ich bin verwirrt. Wie heißt das? Ich bin zu dumm. Wo ist das? Ich bin gerade echt verpeilt. Wie heißt das denn? Heißt Schalter vielleicht einfach nur falsch geschrieben? Schallplatte. Nein. Ah, das heißt Hebel. Na klar. Oh. Ja, ja. Zack. Oder? Ja, doch. Seht ihr? Klang. Und hier ist halt das Waschbecken. Hände waschen. Natürlich ohne Hebel. So und fertig. Ich finde hier den Rahmen von der Tür sogar so schön. Das hier wird wahrscheinlich die Küche oder vielleicht irgendeine Schmiede, irgendwas. Hat mein Kumpel zumindest mir so gesagt. Hier oben könntet ihr, falls ihr neu auf dem Server seid, erstmal schlafen. Schlafzeit ist natürlich dann, wenn es dunkel wird. Dann sollten natürlich alle hinlegen. Oder halt in der Nacht wach bleiben oder keine Ahnung, oder ich stelle einfach wieder auf Tag. Es geht ja. Und zwar so. Nee, das war der falsche Befehl. Habe ich vorhin mal getestet, ob das auch so geht. Nee, kann ich ja so. Natürlich seht ihr es jetzt nicht, dass es Tag wird, aber da steht jetzt. Und natürlich könnt ihr euch dann hier hinlegen. Ja, ist klar, es ist Bettspawn gesetzt, ja. Ah, okay. Ist natürlich nicht sehr schön. Ja, jetzt werdet ihr da vielleicht. Naja, muss ich noch alles so einstellen. Falls ihr dann noch Verbesserungsvorschläge habt für den Server, ja, dann schreibt die mal in die Kommentare. Das würde mich freuen. So, hier ist der Weltspawn. Warum stand jetzt, stand da Bettspawn gesetzt? Keine Ahnung, was das heißen soll. Wir werden es herausfinden irgendwann mal. Und ja, falls ihr es wisst, könnt ihr es mal in die Kommentare schreiben. Ich hoffe, dass euch der Server bis jetzt so gefällt. Wie gesagt, ich habe euch alles erklärt und ich hoffe, ihr bringt zahlreiche Leute mit und ihr kommt selbst mal hier drauf und baut schöne Häuser. Wie es mit dem Spawn ist, weiß ich jetzt noch nicht ganz genau. Aber ihr werdet auf jeden Fall entweder da oder jetzt da drin, wegen dem Bettspawn.
Falls ihr wisst, was Bedspawn ist, ich weiß es nicht. Und ansonsten wünsche ich euch viel Spaß, kommt auf den Server und ein grüner Tintenfisch. Und damit beende ich jetzt das Video. Grüner Tintenfisch. Ciao, Leute.